ich habe gedacht, du hast es, Leute zum Abendessen einzuladen. Wir sind dazu verpflichtet. Harry und Dolores haben uns eingeladen, jetzt müssen wir sie einladen. Wahrscheinlich revanchieren sie sich, dann kommen wir wieder dran, dann sie, dann wir, dann sie, dann wir. Das ist ein Teufelskreis, aus dem man nie wieder rauskommt. Kannst du den Kreis nicht durchbrechen? Nein, meine Generation ist zu blöd dazu. Die einzige Hoffnung ist, dass ihr Jungen endlich fähig seid, diesen Blödsinn ein Ende zu machen. Wir werden uns darum kümmern, gleich nachdem wir das Ozonloch geflickt haben. Ich mach auf! Hallo, Morgan. Hallo, Leute, bis später, wir müssen noch weg. Oh, okay. Werdet ihr heute nicht dabei sein? Dad sagt, wir brauchen nicht unbedingt. Der Rüben hat davor gesagt, dass ich unbedingt muss. Sehr cool. Kommt hier. Na, ihr beiden, irgendwas zu trinken? An einem solchen Tag kann man einen guten Schluck gebrauchen. Ist was passiert? Beim Aufwachen habe ich gleich das Gesicht von Dolores gesehen. Aber willst du dir bloß nicht sein, dass du morgens fotogener aussiehst? Dann ist der Familie her. Ja, gut. Gut. Ja. Ist Jimmy endlich weg von der Klitschule? Nein, aber er und sein Kumpel bereiten die Flucht vor. Nun, was gibt's sonst Neues? Man hat meine Arbeitszeit in dem Coffeeshop reduziert. Ich arbeite nur noch einmal die Woche. Oh, das tut mir aber leid, Dolores. Selbstverständlich haben Sie die Arbeitszeit der anderen nicht gekürzt, weil die jünger und hübscher ist. Die andere ist 60 Jahre alt.